Herzlichen Dank an den TÜV-Dachverband, dass ich heute präsentieren darf. Einige von Ihnen haben vielleicht unser Fahrzeug unten im, wie heißt das, Kesselhaus schon gesehen. Und ich habe schon einige entdeckt, die länger drin saßen, weil es wirklich entsprechend bequem ist und eine bessere Akustik hat als das Kesselhaus selbst. Aber das zur Einleitung. Nicht leicht, aber sinnig. Ich habe mir den Titel nicht überlegt. Also wir reden hier über Leichtbaufahrzeuge, die tatsächlich leichter sein sollen oder sein werden als ganz normale Busse oder Fahrzeuge. Und noch schlimmer SUVs, die teilweise 2,5 oder 3 Tonnen wiegen. So, was macht INJO? Wir bauen eben diese Leichtfahrzeuge, die später dann mal automatisiert werden sollen. Und warum machen wir das und wie sehen die Fahrzeuge aus? Das werde ich heute kurz in 10, 15 Minuten Ihnen präsentieren. Und ich glaube, wir haben dann auch bestimmt noch Zeit, um Nachfragen zu stellen, wenn Sie die haben. So, diese Leichtbaufahrzeuge, die sollen ja keine Spaßfahrzeuge sein oder praktisch ein Mercedes oder das Zweit- oder Drittfahrzeug ersetzen, sondern die sind Teil des ÖPNVs. Und wenn man den heutigen ÖPNV sich anschaut, der ist in Deutschland sehr gut ausgebaut, aber vielleicht doch nicht ganz flexibel, also fahrplangebunden. Der Bus fährt in ländlichen Regionen vielleicht alle 20, 30 Minuten, wenn man Glück hat, üblicherweise eine Stunde, am Wochenende alle 2 Stunden und in den Nebenzeiten und nachts fährt er überhaupt gar nicht. Ja. Hier habe ich meine Tochter hingesetzt, um das zu demonstrieren, die hier nicht gespielt, schlecht gelaunt, auf den Bus wartet, der nicht kommt. Ja. So, insbesondere auch im ländlichen Raum, in den Nebenzeiten, aber auch im städtischen Umfeld in den Nebenzeiten, die Effizienz von so einem Transportsystem. Sie wissen ja, ein Bus, der wiegt ca. 10 Tonnen. Üblicherweise hat er eine Besetzung von 2 Personen, der Busfahrer und eine Person, die noch als Passagier drin sitzt. Vielleicht haben wir ja auch Glück und sind 2 oder 3 drin. Wir reden über Nebenzeiten, wir reden nicht über, und es trägt das Bussystem, die Schüler, die morgens zur Schule gefahren werden oder abends wieder zurück. Aber ansonsten ist es eigentlich als Transportsystem für uns Menschen, Bürger, sagen wir mal, grenzwertig und bestimmt nicht effizient beziehungsweise auch nicht kosteneffizient. So, insbesondere im ländlichen Raum, da haben wir ja eigentlich kein Verkehrsproblem dahingehend, dass wir im Stau stehen. Wir haben hier ein Teilhabeproblem. Das heißt, in jüngere Menschen, die noch keinen Führerschein haben, wir haben die Johanna gesehen, die da sitzt und auf den Bus wartet, aber auch ältere Menschen, die keinen Führerschein mehr haben und nicht mehr mobil sind, beziehungsweise auch Schwierigkeiten haben, überhaupt zur nächsten Bushaltestelle zu kommen, die sind nicht mehr mobil. Die sitzen zu Hause und haben ein Problem. Und dann muss die Familie einspringen, beziehungsweise die bleiben zu Hause. Und es kann sich eben nicht jeder für eine herkömmliche Besorgungsfahrt ein Taxi leisten, was dann auch da draußen mit gewisser Wartezeit verbunden ist und auch teuer sein wird. So, und auch das wurde heute schon angesprochen und ja auch in der Studie vom TÜV-Dachverband. Die Städte, die sollen ja auch für den Bürger zurückgewonnen werden. Und wir haben ja auch, der Kollege vom TÜV-Dachverband hat es ja erwähnt, es gibt eine gewisse Unzufriedenheit, wie die Mobilitätsthemen entsprechend geteilt sind und dass es da ein Ungleichgewicht gibt. Es gibt viele Städte, die entsprechend diesen eigenen Automobilverkehr zurückbauen, die sich die Parkplätze zurückerobern von dem privat genutzten Pkw und entsprechend hier in die Stadtentwicklung gehen. Nur, dieses allein können Sie auch nicht zu Fuß, also die Notwendigkeit der täglichen Besorgung, das können Sie nicht auch alleine zu Fuß machen oder mit dem Fahrrad oder mit dem Lastenfahrrad. Es gibt Menschen und Personen, die können das nicht machen und die müssen anders mobil bleiben. So hat sich der ÖPNV über die Jahre weiterentwickelt. Wenn man diesen schönen Bus sich anschaut, hat eigentlich großartig keinen Unterschied zu den Bussen, die jetzt fahren. Ja, genau, der war leichter. Der Bushersteller wird sagen, der verbraucht weniger, beziehungsweise die Tür geht wahrscheinlich automatisch auf und manche können sich noch erinnern, also ich nicht.
Da gibt es so einen Hebel, dann geht dann die Tür auf. Und nein, wir haben hier keine digitale Anbindung. Aber grundsätzlich fahrplangebunden, der Bus hat sie alle 1, 2, 3 Stunden abgeholt. So, was wir jetzt machen wollen, und ich bin kein reiner Automobilmensch. Meine berufliche Vergangenheit liegt bei Siemens. Ich habe mich um Mobilitätssysteme, um Systemansätze gekümmert. Was wir benötigen, ist ein individueller öffentlicher Nahverkehr. Das heißt, ich brauche ein Transportsystem, das genauso komfortabel ist wie der Besitz und die Nutzung eines eigenen privaten PKWs, aber für alle da ist. Für Menschen, die eben keinen Führerschein haben, für Menschen, die noch keinen Führerschein haben, für Menschen, die sich vielleicht auch das Autofahren nicht leisten können, beziehungsweise in den ländlichen Regionen. Auch das wurde heute schon öfters angesprochen, das Mobilitätsverhalten, das ändert sich ja, und insbesondere auch in der Corona-Zeit und jetzt auch durch Homeoffice oder verstärktes Homeoffice ist natürlich zu bemerken, wenn eine Familie zwei Fahrzeuge hat, dass das zweite Fahrzeug noch viel mehr rumsteht als diese berühmten, 41 Minuten, die man es nutzt. Also das steht unter Umständen, steht es 3, 4, 5 Tage rum, und nichts ist kapitalvernichtender als ein Fahrzeug, was einfach nur steht. So, und da ein entsprechendes Transportsystem aufzubauen, benötigt verschiedene Verkehrsmittel. Das heißt, wir haben weiterhin den bestehenden öffentlichen Nahverkehr, S-Bahn oder Busse, aber nun erweitert durch diese, nennen wir es mal, Leichtbaumobilität, diese kleinen Cabs oder Shuttles, genau das, was Sie da unten gesehen haben, ein Leichtbaufahrzeug mit maximal 4 Personen, was Sie dann entsprechend flexibel, also nicht nach Fahrplan, von A nach B bringt. So, der Titel hat mich gezwungen, auch etwas Recherche durchzuführen und so, warum denn kleine Leichtbaufahrzeuge Sinn machen. Das ist eigentlich ganz einfach, und da reichen eigentlich schon diese 80%. 80% aller Fahrten sind kürzer als 20 Kilometer. Ich kenne jetzt nicht, wie viel Prozent von den 80% noch mal kürzer sind als die 10 Kilometer. Ja, da brauche ich keinen großen SUV, um diese Strecken durchzuführen. Da reicht auch ein kleines Fahrzeug, und da reicht auch ein kleines Fahrzeug, was jetzt nicht unbedingt eine elektrische Reichweite hat von 600 Kilometern, sondern da reicht auch eine Reichweite von mir aus 100 Kilometern. Das heißt, Sie können da sehr, sehr effizient unterwegs sein, und damit haben Sie schon den Transportbedarf der Menschen damit erledigt. So, das war der Hintergrund, warum wir gedacht haben, okay, da ist eine Nische. Also wenn man schon so verrückt ist, als Deutscher in Deutschland ein Fahrzeug zu entwickeln, ja, dann besser nicht ein herkömmliches Fahrzeug der Klasse M1. Da bräuchte man ungefähr 1 Milliarde Euro an Kapital, um das von vorne neu zu entwickeln. Ich glaube, wenn Volkswagen einen neuen Golf weiterentwickelt, dann sind es locker 500 Millionen, und die fangen nicht von vorne an. So, und da sind auch einige Startups schon gescheitert, also sucht man sich eine Nische. Und die Nische war eben dieses Leichtbaufahrzeug der Klasse L7E. Ich gehe dann gleich nochmal auf ein paar Details ein. Und wir haben damit angefangen im April 2022 und haben zur IAA Mobility 2023 das Fahrzeug, das auch unten steht, vorgestellt. Und wir haben zwei Fahrzeuge aufgebaut, und das auf der rechten Seite, das haben wir dann auch automatisiert und haben da entsprechendes vorgestellt während der IAA. So, was Sie gesehen haben, das ist das erste Mockup, und leider Gottes sind wir für diese Veranstaltung 2 Wochen zu spät. Hier haben wir schon unsere nächste Version, die Version von mir aus 2.0 unseres INIO Cabs, was dann auch durch den TÜV Süd eine Straßenzulassung bekommt, also in der Einzelzulassung. Wir haben noch keine TÜV-Zulassung für die Experten. Das Fahrzeug haben wir produktionstechnisch optimiert. Wir haben das technisch auf eine höhere Reife gebracht. Und mit dem Fahrzeug gehen wir jetzt dann auch tatsächlich ins Rennen. Ich glaube, es werden einige von Ihnen da sein, die INIO heute zum ersten Mal hören. Ich hoffe, dass das jetzt dann auch der Startpunkt wird, wo wir öfter oder mehr bekannt werden. Wir bauen jetzt die erste Kleinserie von 6 Fahrzeugen auf. Die gehen vor allen Dingen, 4 Stück davon, in ein gefördertes Projekt.
in das Nemobil-Projekt in Paderborn, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Da sitzt auch der Jonathan vom Nemobil-Verein. Er kauft auch 3 Fahrzeuge über das Projekt. So, und dann werden wir auch entsprechend da in die Erprobung gehen. Von den Außenmaßen hat sich hier nichts geändert und von der grundsätzlichen Konzeptionierung zu dem Fahrzeug, was Sie unten sehen, aber technisch und von der Robustheit können Sie das Fahrzeug eigentlich nicht mehr vergleichen. Und wenn Sie fragen, ja, wie kann denn so ein kleines Start-up sich überhaupt sowas leisten? Gerade erzählt er braucht ungefähr 1 Milliarde, um ein herkömmliches Fahrzeug aufzubauen. Wie gesagt, ich bin eigentlich kein Autobauer, ja, sondern wir haben uns das Mobilitätssystem angeguckt und haben drauf geguckt, ja, was brauchen wir denn tatsächlich? Da haben wir dafür Geld ausgegeben. Den Rest nehmen wir aus dem Regal bzw. Schublade. Das heißt, den Elektromotor können Sie einkaufen, die Hinterachse können Sie einkaufen, die Vorderachsteile können Sie einkaufen und so weiter. Die Sitze, die kann man sich aus dem Regal holen. Das sind also Sachen, die im ersten Moment dem Passagier oder Nutzer in Anführungszeichen egal sind. Wenn Sie in einen Bus einsteigen, dann kontrollieren Sie ja auch nicht erst, ist es ein MAN-Bus, ein Iveco oder ein umgebauter Mercedes, Casebohrer. Der Bus kommt von der MVG betrieben, Sie steigen ein und fahren damit. Und das Gleiche wird auch bei diesen Fahrzeugen passieren. Das heißt, da ist der Fokus der Innovation, muss ein anderer sein. Und wenn wir uns das Fahrzeug anschauen, wo legen wir Wert drauf? Auch da im Unterschied zu dem Fahrzeug unten, wir werden eine einflügelige Schwenkschiebetür haben. Die hat eine Einstiegsbreite von 1 Meter, damit grundsätzlich barrierefrei. Wir werden jetzt im zweiten Schritt auch eine Rampe damit einbauen. Da schauen wir noch, ob ein Rampensystem besser ist, das rausfährt oder rausklappt. Rausklappt. Wir haben den Innenraum modular aufgebaut, das heißt, wie auch unten zu sehen, mit entsprechend 4 Einzelsitzen, aber da entsprechend eine Bank zu integrieren, sollte das sich als vorteilhafter erweisen. Also da wird ein deutscher Ingenieur jetzt nicht dran scheitern. Wichtig ist für uns das Thema Sicherheit. Wir haben das ganze Thema durchsimuliert und gerade im Moment machen wir Crashtest-Simulationen in Indien. Was für diese Fahrzeugklasse L7E überhaupt gar nicht notwendig wäre. Im Innenraum, insbesondere dann, wenn das im ÖPNV-Einsatz dann eingesetzt wird. Wir haben 2 Bildschirme, wir haben natürlich diverse Kameras, Mikrofone, Lautsprecher für die Kommunikation mit den Passagieren. Über die Bildschirme, da sollen dann nicht nur die, sagen wir mal, Fahrplaninformationen, wie jetzt auch schon in der U-Bahn, S-Bahn angezeigt werden, sondern das nutzen wir auch dann, um entsprechend über den Informationen, die aus dem AD-Stack kommen, entsprechend zu zeigen, um den Menschen, die da drin zu sitzen, ein bisschen mehr Sicherheit zu geben. Also warum hält das Fahrzeug jetzt an, warum oder werde ich jetzt dann rechts oder links abbiegen, das kann man dann über das Display entsprechend alles anzeigen. Hier sehen Sie die Version auch noch auf der rechten Seite mit dem mit Sicherheitsfahrer. Auch da im Unterschied zu Shuttles, die derzeit auf dem Markt sind, die haben keinen Sicherheitsfahrer mit Gasbremse, Lenkrad, sondern da muss der Sicherheitsfahrer auf den Notaus drücken und dann wird der mit einer ganz normalen Fernsteuerung, also mit einer sicheren Kranfernsteuerung das Fahrzeug langsam lenken. Bei uns kann man praktisch in Anführungszeichen den Schalter umlegen und dann können Sie theoretisch ja auch mit dem Gerät, dürfen Sie ja Tempo 90 fahren, was diese Fahrzeugklasse L7E hergibt, was dann auch weitere Geschäftsmodelle ermöglicht. Wir entwickeln auch eine eigene kleine Head-Unit, da sind wir gerade dran und natürlich haben wir auch eine Klimaanlage drin. Überflüssig zu sagen, wenn hier die Tür zugeht, dann wird es natürlich warm und insbesondere, wenn da 4 Personen drin sitzen. So, immer noch, zurück zur Recherche, warum Leichtbaufahrzeuge Sinn machen. Hier kommt es nochmal. Das Thema Effizienz, das war auch in einem Forschungsprojekt oder Forschungsförderprojekt Nemobil in Paderborn ein wichtiges Kriterium, ist natürlich, ein Leichtbaufahrzeug verbraucht schon in der Produktion oder Herstellung weniger Energie. Das ist ja vollkommen logisch, wenn ich ein Fahrzeug habe, was maximal 450 Kilogramm wiegen darf, plus Batterie, plus etwas Zubehör. Klar braucht es in der Herstellung natürlich weniger Energie als ein Fahrzeug, das dann 3 Tonnen wiegt.
und viel weniger Energie als ein herkömmlicher Bus, wo dann im Schnitt auch nur 2 Leute drin sitzen. Deswegen Energie ist eins der wichtigsten Themen oder Ressourcenverbrauch, nennen wir es mal so, Energie plus Ressource. Deswegen glauben wir auch, dass wir da die richtige Nische gefunden haben mit unserem Fahrzeug. Und auch da wieder völlig klar, wenn ich so ein Fahrzeug dann im Betrieb habe, brauche ich, weil ich ja weniger Gewicht transportieren muss, auch weniger Energie. Und das ist für uns, glaube ich, alles sehr, sehr wichtig, diese Energieabhängigkeit in Griff zu bekommen. So, was sind Anwendungsfälle für die CAPS? Wir gehen von unten nach oben, vom Einfachen zum Komplexen. Ich sage jetzt nicht wie ein herkömmliches amerikanisches Startup, ich erober die Welt und nur mit unserem Ansatz können wir die Welt retten. Vielleicht später mal. Wir fangen jetzt an mit Industriegebieten, Ressortanwendungen, das können aber auch Seniorenresidenzen sein, Park-and-Ride-Anwendungen und dann, wenn wir die Technik, insbesondere die Automatisierungstechnik im Griff haben, dann gehen wir auch in diese komplexere Gebiete mit rein. Ich glaube sogar letzte Folie, dann können wir auch vielleicht, wenn Sie Fragen und Antworten haben, oder ich die Antworten, Sie die Fragen. Was insbesondere in dieser Frühphase, wir reden ja immer noch über einen innovativen Ansatz. Ich habe jetzt viel über das Fahrzeug erzählt, die Automatisierungstechnik, die holen wir uns derzeit von der Hochschule Augsburg. Dann brauchen wir Basisinformationen, also wie sieht die Karte aus, wie sieht die Umgebung aus, die ich jetzt wieder brauche für die Automatisierungstechnik. Ich brauche eine unter Umständen eine Infrastrukturanbindung, da kooperieren wir mit den Gaia-X-Themen. Zulassungsthema, auch ganz wichtig. Ich meine, muss ich hier in dem Umfeld wenig sagen, in Richtung dem TÜVs der Welt. Da kooperieren wir mit dem TÜV Süd oder beauftragen auch den TÜV Süd. Das heißt, darüber geht die Basiszulassung. Wir sind jetzt gerade im AFGBV-Prozess, das heißt Zulassung für autonomes Fahren in unserem ersten Schritt mit Sicherheitsfahrer. Aber wir haben auch eine Kooperation zu dem Thema Simulation und Zulassung, das, was der Herr Dahm unten auch gerade eben erwähnt hat. Wenn wir auf der oberen Ebene sind, und da machen wir bestimmt nichts, das hat ja auch die Frau Liers schön heute gesagt, es gibt genug, sagen wir mal, Mobilitätsplattformen, man darf ja nicht mehr App sagen, wo man sich entsprechend anbinden muss. Das heißt, wir müssen die Schnittstelle haben, ich muss auch vorausdenken. Das ist auch ein Stück weit mein Home-Turf, was ich ein paar Jahre gemacht habe. Aber das heißt nicht, dass wir das entsprechend entwickeln müssen. So, ich muss an ein Control Center denken. Das Fahrzeug wird sich noch auf absehbare Zeit irgendwann mal irgendwie festfahren und da muss man dann entsprechend teleoperiert oder ich würde eher sagen Teleassist eingreifen und dann dem Fahrzeug aus der Apache helfen. Und natürlich muss man auch daran denken, dass das Fahrzeug irgendwann mal gereinigt wird. Das ist ein ÖPNV-Einsatz. Ja, und das alles wandert in einen digitalen Zwilling. Ich sehe schon, Sie werden nervös. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ja, lieber Herr Zwick, ich danke Ihnen sehr für den sehr spannenden Pitch und sowohl die technischen Einblicke, aber auch das Aufzeigen der Relevanz von Leichtbaufahrzeugen im ÖPNV. Wir sind ein bisschen im Zeitverzug. Ich würde aber 1-2 Fragen noch zulassen, wenn es denn noch Fragen gibt. Gibt es Fragen? Das sehe ich, eine Frage. Ich gebe Ihnen mal das Mikro, sodass die Leute, die online zugeschaltet sind, Sie auch. Vielen Dank für die Präsentation. Ich wollte fragen, ob es auch eine Idee gibt, es im Individualverkehr auch irgendwann mal einzusetzen oder erstmal nur ÖPNV, weil durch die Ressourcen und Energie dass es viel weniger Ressourcen und Energie verbraucht, wäre es auch super interessant, im MIV da auch das einzusetzen. Ich möchte jetzt nicht meine eigene Weltverbesserungsgeschichte ad absurdum führen. Der Grundkarosserie der Plattform ist es egal, ob da ein Mensch steuert oder eine Automatisierungstechnik. Und Sie haben es ja schon gesehen, wir haben ja auch eine Version mit Gas, Bremse, Lenkrad. Beantwortet ist die Frage. Wollen Sie eins bestellen? Also wir haben zum Beispiel mit jemand gesprochen, der verkauft Golfkarts.
Und der verkauft viele Golfkarts auch privat für ältere Menschen, die in ihrer Region langsam so das Fahrzeug nutzen. Das könnte durchaus ein Markt sein und etwas die für uns die Stückzahl erhöhen. Da bin ich jetzt im Moment etwas, sagen wir mal, opportunistisch. Wir stellen jetzt das Fahrzeug vor und dann sehen wir ja, was passiert. Super, vielen lieben Dank. Ich würde sagen, weitere Fragen dann einfach im Nachgang. Sie sind ja bestimmt auch noch eine Weile da. Dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Thema.